freue mich sehr, dass wir heute weiterer Gastgeber sein dürfen dieser Veranstaltung der Klima- und Energiemodell der Region Weinsitztal. Es geht um einen Informationsabend zum Thema Sanieren, Schwerpunktthema heute. Ich glaube, das große Interesse zeigt schon, wie das Thema unter die Nägel brennt, wie man so sagen darf. Einerseits haben wirklich die Energiekosten die letzten Jahre enorm teurer werden worden. Andererseits gibt es da eine sehr gute Förderlandschaft zu dem Thema Sanieren. Wir freuen uns, dass so ein großes Interesse da ist und wir hätten eigentlich geplant, dass unser heutiger Referent, der Martin Zischler, dass der ungefähr 5 Viertelstunden referiert, oder dass wir im Anschluss eine Exkursion machen zu einer Baustelle. Wenn so viele Leute da sind, könnte man es auch so machen, dass man sich eher den Fragen, die was sicher der ein oder andere dann im Laufe des Abends auftauchen würden, dass man sich eher den Fragen widmen. Ich glaube, oder wer sagt ja, die Diskussion ist ganz wichtig, als wenn der schwerpunktmäßig da ist, auch okay, dann würde man schauen, dass man eher den Informellen einstellen machen, dann einen kurzen Fragen bei der Diskussion machen. Oder wenn es heißt, es ist wichtiger, dass man sich den Fragen, die vor Ort widmen, würde man eventuell die Diskussion auslassen. Weil es wahrscheinlich mit so einer Person, also mit so einer Gruppengröße, eher schwierig ist, auf einer Baustelle. Ist das für alle in Ordnung, wenn wir da kurzfristig ein Programm hinterher machen und sich dafür haben eher die Fragen mitnehmen? Gut, dann werden wir das so machen. Bevor wir starten, freut es mich natürlich, so eine Veranstaltung macht im Vorfeld viel Arbeit. Und es ist ganz wichtig, dass wir mit einem profunden Thema der Materie bei uns haben. Ich möchte an dieser Stelle mit Martin Zischler recht herzlich begrüßen. Danke, Martin, dass du heute Zeit hast für uns. Genau. Und es ist schon gesagt worden, so eine Organisation steckt auch vieles dahinter. Da freue ich mich besonders, dass das in bewährter Manier wieder die Vereiner Mitschaft macht, die Klima- und Energiemodelle und unsere Aktivitäten bei uns da betreut. Danke, Vereiner, fürs Organisieren. Spannendes Thema. Ich darf Ihnen heute, lieber Martin, gerne bitten, dass wir gleich direkt starten. Ich wünsche uns einen angenehmen und informativen Abend hier bei uns im Beitrag und danke für eure Initiative, dass wir da heute Informationen kriegen zu dem Thema. Ja, danke. Danke, Patrick, für die einleitenden Worte. Meinen Namen kennen viele, die meisten wahrscheinlich. Martin Zischler, ich bin Energieberater im Land Niederösterreich. Und bin in dem Geschäft schon 13 Jahre und ja, habe schon einiges gesehen und ein bisschen was schon diskutiert und deswegen freut es mich halt auch, wenn Sie Fragen haben. Bitte einfach wirklich Fragen, wenn es kritische Statements sind, bitte auch, das können wir gerne diskutieren und dass man dann auch so Vorurteile, weiß ich nicht, natürlich ein Plastiksackel am Haus und so weiter, wenn solche Sachen kommen, können wir gerne durchdiskutieren und ein bisschen, da ein bisschen Schärfe rausnehmen aus dem Ganzen. Gut. Viel heizen oder viel dämmen? Sicher überspitzt das das rechte Futter mit der ganz dicken Dämmung. Aber der Dr. Feist, der Erfinder des Wasserfasers, hat einmal gesagt, und auch Vorlauter war, es ist sicher ein Stückchen Wahrheit drin: Heizen ist das Ausgleichen eines Baufehlers. Ja, das heißt, wenn ich halt viel Heizenergie brauche, dann habe ich. Damals war es vielleicht gar nicht schon der Technik, dass man in den 70er Jahren gebaut hat, wo man nicht denkt, da war es viel billiger, das ist schon billiger. Und da war die Zeit noch nicht erwartet, die haben es geändert und die Energie wird immer teurer. Und von daher, und auch natürlich mit der Förderung, ist die Sanierung oder der Heizungstausch in aller Munde. Dämmung hilft nicht nur Energiesparen, sondern hilft auch gegen Schimmelbildung im Gebäude. Warum? Weil die Oberflächen, die gedämmten Wände, das gedämmte Dach, einfach durch die Dämmung innen warm werden, es kann kein Kondensat mehr entstehen und dadurch ist Schimmelbildung nahezu ausgeschlossen. Das ist ein weiteres Gute, das ich dazu bekomme, wenn ich eine Dämmung mache. Die möglichen Einsparpotenziale sind so grob, wirklich grob aufgelistet. Ja, das kann man nicht 1:1 übrigens für jedes Gebäude. Aber da kann man mal sehen, was bringt wie viel. Und zwar die Dämmung der obersten Geschossdecke ist da fast der größte Teil, weil Wärme bekanntlich aufsteigt und viele Kunden, die oberste Geschossdeckendämmung oder Dachdämmung gemacht haben, haben wir gesagt, das haben wir sogar körperlich gemerkt, dass auf einmal was besser war.
Es ist schneller warm im Haus, es bleibt länger warm im Haus und ich habe mir auch noch Energie gespart. Ja, bei der Heizung. Das merkt jeder wirklich körperlich. Wenn einer nur Fenster tauscht, unter Anführungsstrichen, dann ist das anteilsmäßig am Gebäude relativ wenig. Das merkt man nur vielleicht, weil es auf einmal die Vorhänge nicht mehr hochrecht stehen, wenn der Wind geht. Ja, weil die Fenster dicht worden sind. Aber so wirklich körperlich merkbar ist es nicht so direkt, wie jetzt zum Beispiel eben die Dämmung der obersten Geschosse. Jo, es gibt 5 Schritte der Sanierung oder der Modernisierung. Und zwar haben wir immer bei einer Bibelleitung gesagt, wir müssen einmal schauen, was ist denn das Gebäude, was kann das Gebäude, wie ist das benannt, ist da schon was gemacht worden in den letzten Jahren, sind da schon Fenster tauscht oder vielleicht in den 80er Jahren schon 3, 4, 5 cm Dämmung auf die Fassade draufgekommen und so weiter. Schwachstellenanalysen, solche Dinge, Wärmeblüten, das heißt, gibt es da Balkone, die damals mit ausbetoniert worden sind, die jetzt nach außen lagen, die Wärme nach außen transportieren und damit wiederum für erhöhten Energiebedarf sorgen. Ist die Heizungsanlage, wie alt ist die Heizungsanlage? Ist das vielleicht eine fossile Energie, die da verheizt wird, in Form einen Energieausweis erstellt? Ja, so wie es kann man, muss man nicht zwingen. Jeder kommt dann wieder darauf an, was habe ich vor, wie viel will ich wirklich machen, wie viel Förderung will ich haben und so weiter. Das kommen wir dann jetzt in weiterer Folge dazu. Gibt es jetzt dann ein Sanierungskonzept, ein Energieausweis oder Energieberatung von einer hat schon eine Beratung stattgefunden von der Energieberatung Niederösterreich, dann kann man schon so sagen, ja, der hat mir erzählt, ich brauche vielleicht 12 cm Dämmung auf die Fassade. Ja? Und mit dieser Information kann man schon mal so, was kostet das ungefähr? Was kommt da auf mich zu, damit ich auch für mich feststellen kann, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten und ist das eh was, was ich sowieso vorgehabt habe, solche Dinge. Ja, also, dass man da ein bisschen dann mal Kosten findet. Weil alles, was ich da bei der Energieberatung oft sage, ich kann es nicht auf dem Cent genau abschätzen. Sicher habe ich ein bisschen Erfahrung. Ja. Aber gleichzeitig kann ich sagen, der Spaß, die Gesamtsanierung kostet jetzt, keine Ahnung, 20.000 Euro wird sicher nicht ausgehen und 300.000 Euro sind zu viel. Und um das Ganze, diese Zahlen wirklich festzulegen, muss man sich einfach ein paar Kostenvorschläge holen. Ein Kostenvorschlag kostet nichts. Das ist was, damit ich feststellen kann, will ich mir das leisten, kann man das. Und dann die Finanzierung klären. Aber das geht dann schon wieder in Richtung Förderung auch. Von der Dämmung selbst fängt man am besten an. Wenn man wirklich das Gebäude als Ganzes vorhat zu modernisieren, dann fängt man an. Wie gesagt, der oberste Geschossdeck ist der erste Bauteil, der gedämmt werden kann, soll. Weil Wärme bekanntlich ja aufsteigt. Dann geht es runter Richtung Fenster oder und Fassade. Und dann im letzten Schritt, was die Gebäudehülle alleine betrifft, ist es die Kellerdecke. Sofern möglich. Das ist auch ein Kellerdecken sanieren, modernisieren, ist gar nicht so einfach. Oft einmal ist der Kellerfußboden niedrig. Die Raumhöhen sind schon niedrig. Ich kann oben und unten nicht viel dämmen. Aber da bin ich schon dankbar, wenn ich heute einen Energieausweis erstelle oder eine Energieberatung mache, wenn einer sagt, ja, 3 cm kann ich mir vorstellen. Da brauche ich keine 12 auf der Kellerdecke. Ja? 3 cm sind wirklich viel wert, ja, wenn man diesen Bauteil alleine betrachtet. Und als letztes, wenn ich von der Gebäudehülle jetzt absehe, dann ist es noch die Heizung. Als letzter Schritt. Warum der letzte Schritt? Weil die neue Heizung an das Gebäude angepasst wird. Die Heizleistung, die der Kessel hat, 15 kW, 20 kW, 8 kW, ist dann sozusagen wirklich das, was das Haus braucht. Warum? Ein Heizkessel soll immer Vollgas nehmen. Der soll sich plagen müssen. Warum? Weil da verbrennt er am besten. Ja? Da bleibt dann wenig Aschen über drauf und geht dann wenig Arbeit. Und damit, wenn man da mit einem 50 kW Kessel in einem Einfamilienhaus, der ist völlig überdimensioniert und der wird nie gescheit brennen. Das heißt, der sollte drüber. Das wird nichts. Ja? Und damit ist dann die Unzufriedenheit groß, vielleicht der Energiebedarf höher und damit als letzten Schritt eigentlich dann die Heizung an. Relativiert sich natürlich, weil heute die Heizungsgasförderung so gut ist, dass die meisten immer sagen: Hey, jetzt will ich meine Heizung haben, mein Beruf ist eh schon so alt und der ist gleich hin und oh, ich brauche das jetzt unbedingt. Klar, da müssen wir natürlich zuerst Heizung machen. Aber die heutigen Heizkessel, wenn wir jetzt vom Pelletskessel reden, dann hat der relativ stark, wenn der ganz große Bereiche hat, inzwischen ganz wenig Leistung, die er braucht,
und mehr Leistung, die er braucht. Also da kann man auch nach der Sanierung, Gebäudesanierung sagen, der rennt immer noch optimal. Wenn jetzt jemand schon etwas Dämmung gemacht hat, wie jetzt erst gesagt, in den 80er Jahren 3, 4, 5 cm auf der Fassade, dann ist da schon relativ viel passiert. Wenn man sich anschaut, der U-Wert da links in der vertikalen Achse ist der Dämmwert des Bauteils. Ja, der K-Wert liefert, das ist ja viel kleiner. Ja, hier ist der U-Wert. Das ist genau das gleiche Rasenmaß. Und unten haben wir die Dämmstoffdicke, Dämmstärke angegeben. Wenn jetzt einmal schon 5 cm dämmt hat, dann hat er schon einen relativ starken Sprung gemacht. Von oben nach unten. Oder vielleicht sogar schon 10 cm dämmt hat. Und wenn der jetzt noch einmal 6 cm dazu macht, dann tut sich da unten so viel. Dann wird es auch schwieriger, die Förderung zu bekommen. Das heißt, das muss man sich dann wirklich detailliert anschauen, was bringt wie viel und was ist schon passiert. Diese Bestandsaufnahme, die ich ursprünglich gesagt habe. Ja? Wenn wir jetzt das oberste Geschossdeckel nehmen, ja, wenn halt einen Dachboden hat, wo ein Architekten ist, aus den 70er Jahren von mir aus, dann ist die Empfehlung in der Energiebedeutung 20 bis 30 cm. Nur die Empfehlung. Machen muss das keiner. Es gibt eine Bauvorschrift und es gibt Vorschriften von der Förderung her. Aber irgendwo in dem Bereich bewegt sich der Spaß. Genau, und da sind wir jetzt beim Energieausweis. Das ist zum ersten Mal. Jetzt gibt es die Preisfrage. Was ist eine Energiekennzahl bei einem Gebäude? Wer hat Öl hat im Namen? Das braucht sich keiner schmieren. Zum Beispiel. Wie viel Liter Öl brauchst du im Jahr im Schnitt? 2000. In 1 Liter Öl sind 10 Kilowattstunden Energie. Jetzt brauchst du 2000 Liter, das heißt 20.000 Kilowattstunden Energie hast du bei deinem Gebäude verbraucht. Wie viel Quadratmeter hat das Haus circa? 150. Das heißt, wir dividieren die 20.000 Kilowattstunden durch die 150 Quadratmeter. No. 133. Wäre eine Energiekennzahl von 133, danke Martin. Das heißt, in dem Fall brauchen wir 13 Liter Öl pro Quadratmeter Ausgleich. Das ist die Menge, die das Gebäude in dem Fall im aktuellen Verbrauch. So. Und diese Energiekennzahl steht auch im Energieausweis drin. Und wenn ich halt eine Förderung haben will, das heißt Landesförderung oder Bundesförderung, die bessere Förderung in Anführungsstrichen, dann sollte sich die Energiekennzahl um 40% verbessern. Vorher zu nachher. Es werden zwei Energieausweise gemacht, eins um das Haus jetzt ist, und so wie das Haus dann sein wird. Und da sollte man 40% besser werden. Da reicht es nicht aus, wenn man Fenster tauscht. Das geht sich nicht aus, das schützt nicht. Haben wir heute aber zum Beispiel die oberste Geschossdecke dämmen und die Fenster tauschen, wird schon interessanter. Das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, weil Gebäudeform spielt nur ein großes Thema. Ist das ein Bungalow, ist das ein zweistöckiges Gebäude, so wie wir es da vorhin gesehen haben oder wie wir es da jetzt auch fotografieren. Das ist die sogenannte Kompaktheit. Das muss man sich auch wieder von Haus zu Haus einzeln ansehen. Genau. Oder, zweite Variante, das ist die größere Förderung, die Einzelbauteilsanierung gibt es auch noch. Einzelbauteilsanierung heißt, dass ich wirklich andere Fenster tauschen will, weil er das andere schon alles gemacht hat. Ja. Dann gibt es das auch ohne Energieausweis, da reicht ein Energieberatungsprotokoll der Energieberatung in Niederösterreich. Ja. Und dann zum Beispiel, wenn man jetzt die Einzelbauteilsanierung anschaut, dann gibt es für diese Einzelmaßnahme 50% höchstens 9.000 Euro direkt fördern vom Bund. Geschenktes Geld. Das hat noch gar nichts mit einem Kredit oder sonst irgendwas zu tun. Genau. Und jetzt sind wir gleich zum Beispiel bei der obersten Geschossdecke. Da haben wir jetzt gesagt, ein ganz normaler Ziegel eindecken, mit einer Aufbeton ohne Dämmung oder irgendwas, hat einen U-Wert von 1,9 circa und 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und ja, das waren 15 Liter Öl wieder am Quadratmeter, was wir zuerst schon gesagt haben. Ja? Was durch die Decken am Laufen verloren geht. Wenn wir jetzt aber schauen, zum Beispiel
3 cm Wärmedämmung drauf tue, dann ist das eine irrsinnige Verbesserung und ich habe nur nicht einmal mehr 1 Liter Öl am Quadratmeter, den ich verbrauche, bis ich decken durch. Ja? Und da sieht man, was das wirklich, dass das schnell was bringt und dass das auch, wie gesagt, fühlbar eine Verbesserung ist. Das haben wir aber nicht immer nur unsere Geschossdecke, sondern auch Dach zum Beispiel. Ja. Dem dicken wie bei oberste Geschossdecke 24 bis 30 cm. Alles, was darüber hinausgeht, ist wieder zu viel. Das ist das Diagramm, was wir zuerst sehen. Je mehr ich mache, desto flacher wird die Kurve, desto weniger bringt es. Irgendwann ist nur mehr Materialschlacht und kaum mehr Verbesserung möglich. Die luftdichte Bauweise, dass man da Dampfbremsen einbauen muss, damit da kein Schimmel entsteht, dann durch das, dass warme Luft aufsteigt und in die Konstruktion eindringt, da muss man aufpassen. Aber das sind wieder so Detailfragen, die man dann wirklich wieder für jeden Einzelnen sich ansehen muss. Es gibt die Variante, dass ich das Dach von innen dehne, es gibt die Variante, wenn ich innen schon ausgebaut habe, dass ich einen Dreck nicht mehr haben will, dass ich die ganze Geschichte von außen mache, da muss man dann ein paar Details lösen. Und aber es gibt für alles Lösungen, es gibt wirklich viel Dinge, die schon passiert sind in der Vergangenheit, nur viel Erfahrung gesammelt hat, dass da dann eben auch in Zukunft das Bauteil, Dach in dem Fall, gut hält und lang hält und man lange Freude hat damit mit der Geschichte. Das wäre zum Beispiel so ein von innen das Dach gedämmt, und so, man hat jetzt vielleicht schon eingerollt, das Dach ist schon ein Kaltdach, wie man sagt, wo man außen eine Folie drauf gemacht hat, dann kann man von innen, wenn man den Lochgeschoss ausbaut, dann zwischen den Spannen dämmen, dann vielleicht sogar eine Mehrlockung drüber machen, dass man noch zusätzlich Dämmung einbringen kann, dann die Dampfbremsen montieren und entsprechend dicht machen, das heißt diese Dampfbremsbahnen untereinander kleben mit geeigneten Dichtbändern und dann noch immer die Trockenbau drauf und damit ist das Dach wirklich in einem guten Zustand und gut gedämmt. So ein Maßbodendecken aufblocken geht das auch? Ja, das geht. Was ist das Sinn? Was bitte? Wo nur dazwischen macht man das? Ja, kann man machen. Mit Zellulose? Ausblasen, ganz normal. Nein. Und wenn man Maßbund, da kommt man eine Schlacke drauf. Das geht. Das ist nur, die Schlacke ist ein bisschen das Thema. Wenn ich jetzt der was ausblasen kommt, der macht ja Luft, damit er die Zellulose einblasen kann. Geht das ein Bild, gell? Nein. Entschuldigung. dass der das einblasen kann, dann wird ihm die Schlacken ein bisschen behauptet sein. Weil dann müssen wir sicher dort und da Platzen freimachen, dass man das dann lösen kann. Bringt das auch echt viel an. Wie viel Platz ist? Wahrscheinlich so. Das sind 25. Ja, das ist super. Das bringt schon was. In dem Fall ist ja die luftdichte Ebene, was da die Folie macht, ist ja wahrscheinlich auf der unten Seite, ist ja die Maßbogen putzt, also die Decken putzt. Ne? Ja. Das ist die luftdichte Ebene. Ja? Damit bitte keine Folien einbauen oder sonst irgendwas, bei der obersten Geschossdecke, sondern auch wirklich gleich mit Zellulose ausblasen, fest ausblasen, damit das auch sehr dicht ist drinnen. Je dichter und je trockener, wer fängt jetzt zum Rennen? Keiner. Je dichter das Ganze ist, desto weniger fühlen sich Nagetiere wohl da drin. Und die Zellulose ist auch mit Ohrsalz versetzt, das heißt eben auch wieder Nagetier abweisend und so weiter. Also das ist durchaus ein gangbarer Weg. Ja. Kann man durchaus machen. Am einfachsten ist natürlich, wenn ich wie es lang die Brandschutzvorschriften waren, wo immer so eine ganz dünne Estrichschicht im Deckel durch und aufgekommen ist, ja, dass man das gleich direkt mit einem Dämmstoff belegt. Gleich drauflegen, gar keine Folie rein, sonst irgendwas, das kann man begehbar ausführen. Das heißt, wenn du der Raffenkerner drüber rein muss oder ähnliches, dann legt man die Styropor oder den Platten hin und da ist ein Gipsplatten drauf und dann kann man da drüber laufen. Ja? Ist dann die schnellste und einfachste und günstigste Variante. Ja, dann haben wir gesagt, wir fangen von oben an, wir haben die oberste Geschossdecke, wir haben das Dach schon kurz angerissen und als nächstes wären die Fenster zu empfehlen. Jetzt hat es in der Vergangenheit diese Glasbausteine gegeben oder Verbundfenster, Holzverbundfenster, die haben halt wirklich schlechte Dämmwerte, da ist keine Gasfüllung drin, das ist
ja, relativ schlecht. Also man sieht, man merkt es ja, ich weiß nicht, wenn du ein paar Steine im Spiel hast, da wird man wahrscheinlich überwiegend merken, dass da im Winter wirklich kalt ist. Ja. Es ist super, dass ich erlebt habe, das ist gar nicht das Thema. Das war die Idee von der Geschichte. Und aber von der Demo her ist es ja. Und deswegen bringt das auch sehr viel, wenn ich so Glasbausteine rausnehme. Dass ich dort eine Dreischeibenverglasung reinmache, Fixverglasung, was auch immer. Und dass man dann dort auch schon einmal auch dort körperlich fühlbar eine Verbesserung zusammenbringt. Es ist halt egal, ob Sie ein Kunststofffenster, Kunststoff-Alufenster, Holzfenster, Holz-Alufenster machen. Die kennen ungefähr alle das Gleiche vom Dämmwert her. Das Kunststoff-Alufenster ist etwas günstiger normalerweise als Holz-Alufenster. Es ist aber überall aktuell Stand der Technik, dass das eine Dreischeibenverglasung ist. Und da gibt es nichts zum Rücken. Das ist halt auch, keiner kauft sich einen Computer, der 10 Euro ist. Ne? Also wenn ich halt ein Fenster kaufe, dann ist das immer mit einer Dreischeibenverglasung. Sie haben schon gesehen, mit der Rundbauten, dass einer Zweischeibenverglasung macht, aber das sind auch wirtschaftliche Hintergründe. Und genau. Das Entscheidende beim Fenster ist nicht nämlich die Dreifachverglasung, die kann immer viel. Die dämmt immer gut. Das Thema ist einfach dieser Randverbund, der Abstandshalter zwischen den Glasscheiben. Der ist sehr, sehr wichtig für das Fenster. Wenn ich halt eine Zweischeibenverglasung habe und im Winter in der Küche viel koche, dann merke ich, wie die Fenster in dem Randverbund unten meistens zum Schwitzen anfangen. Oder auch teilweise im Tee geht ein bisschen dieses Kondensat. Ja. Das ist, weil dort das Fenster am kältesten ist. Bei diesem Randverbund, weil der geht ja direkt nach außen sozusagen, der hat ja direkt Außenbezug. Und heute macht man die meistens aus Edelstahl oder noch mehr oftmals aus Kunststoff. Das seht ihr selber, so hellgrau oder schwarze sind. So ein Randverbund, der dient sehr, sehr gut und damit insgesamt das Fenster sehr, sehr gut. Also nicht die Scheiben sind das Entscheidende, die sind eh alle gut, sondern eben dieser Randverbund an der Scheibe selbst. Und der Fenstereinbau wäre natürlich am schönsten, wenn man dann wirklich nachdenkt über eine Fassade, Fassadendämmung, dass man das Fenster vielleicht sogar noch ganz nach außen setzt. Aber das sehen wir in einer weiteren Folie, was das dann bringt. Genau, das sind die Kunststoff- und die Holzfenster im Vergleich. Der hat sogar den Luxus, dass diese Aluschale draußen nur ausdehnend ist. Also das ist wirklich ein ganz super Fenster. Das ist weiß nicht. Der überwiegend dann das, die Profile, die außen drauf klipst werden und der Fensterrahmen selber dann erst die Dämmung machen. So, und wenn ich das Fenster getauscht habe, war es natürlich schlau, wenn ich auch noch über eine Außenwanddämmung nachdenke. Und da komme ich wieder zurück zur dritten Folie, was ihr gesehen habt, diese Schimmelschicht. Ja? Wenn ich heute im Altbau in einer aus den 70er, 60er Jahren ohne Fassaden und Fenster tauschen, da waren die Fenster original, das waren vielleicht die Kostenfenster, dann hat sich das Haus immer ein bisschen gezogen. Das heißt, immer ein bisschen Lüftung noch da drin. Die Feuchtigkeit, die drinnen aufgetreten ist, passt. Durch Duschen, durch Schwitzen, durch Atmen, durch Kochen, durch Blumen vielleicht, wo es zu Bergen voranschwingen, dann ist die Feuchtigkeit immer transportiert. Da ist nie ein Schimmel gewesen im Haus, das hat immer super funktioniert. Und jetzt tut einer nur Fenster tauschen. Nur Fenster tauschen, das betone ich immer so, ein Fenster kostet offen Geld. Es kostet so viel Geld, ein Fenster, das ist ein Wahnsinn. Also selten, dass ich unter 15.000 Euro Angebot das ist für Fenster. Und das ist viel Geld, das braucht man nicht leugnen. Aber das Einzelbauteil Fenster tauschen, habe ich dann auf einmal die Gebäudehülle dicht gemacht. Und das Lüftungsverhalten ändert sich nicht. Alle Fenster sind immer zu, weil es wurde sowieso immer frische Luft gehabt. Und dann ist es so, dann kann die Feuchtigkeit nicht mehr aussehen. Was passiert? Es kondensiert dann seitlich an der Fensterspaletten oder im Boden oder im Eckbereich, da oben, dann in die Schlafzimmer, ich will das gerne, dass es nochmal in schwarz wird. Und warum ist es so? Eben, weil die Feuchtigkeit nicht mehr aussehen kann. Ich muss, wenn ich nur Fenster tausche, wirklich, wirklich darauf schauen, dass ich regelmäßig lüfte. Was heißt regelmäßig lüften? Ist Lüften, wenn ich in der Früh und auf der Nacht im Schlafzimmer mal das Fenster aufmache? Ist Lüften, wenn ich das ganze Jahr im Schlafzimmer das Fenster kippe? Die Lüftungsempfehlung, die was es machen kann, wäre alle 2 Stunden für 5 bis 10 Minuten quer zu lüften.
dann ist Lüften. Von dann reden wir von Lüften. Ja? Macht kein Mensch. Ist aber auch nur relevant, wenn ich daheim bin. Ist nicht relevant, wenn ich ganz nur in der Arbeit sein. Da kann man vielleicht nennen. Da duscht keiner, kocht keiner, sonst immer. Ja? Und dann sage ich einfach, du bist du, wenn ich nicht daheim bin. Nein. Alles gut. Aber wenn ich zurückgekommen bin, einmal kurz ein bisschen lüften, wenn ich heimgehe, wieder kurz ein bisschen lüften. Damit kann ich Schimmel sehr, sehr gut vorbeugen. Wir haben viel Geschoss umgebaut in der Vergangenheit. Das war das Spannende jetzt dann bei Corona, wie die Energiepreise so entdeckt sind. Geschosswohnbauten, das sind oben die Dachgeschosswohnungen, war nie ein Problemschimmel. Und auf einmal fängt die ganze Wohnung zu brennen, aber vom Feinsten. Warum? Die Leute haben die Heizung zurückgebracht, weil sie das kostet zu viel. Und gelüft haben sie aber auch nicht. Dann haben sie vielleicht sogar einen Reststricker drin. Und auf einmal haben die ganzen Wohnungen zum Schimmel genommen. Wir haben wirklich vorher sehr viele Aufträge gehabt im Büro. Ich bin aus einem Baufestungsbüro an und für sich, wo wir wirklich Schimmelgutachten geschrieben haben, nach und nach. Oder wirklich einmal Datenlogger aufgehängt haben, dann mal schauen, der oder die, wie viel lüften denn die wirklich, oder wie warm ist denn da wirklich da drin? Wir lüften dann immer alle voll. Meine Frau reißt den ganzen Tag die Fenster. Das ist, Mann ist immer noch Frau, reißt die Fenster. Das ist ein normaler Genau. Und aber wenn ich jetzt dann zum Fenster tausche, dann habe ich einen Feuerwehrschutz drauf gemacht, ja, eine Dämmung aufs Gebäude, auf die Fassade, dann wird auf einmal die Wand warm. So, jetzt habe ich dann nur mehr das Problem, dass in der Berliner schlechte Luft wird. Aber das tut uns jetzt nicht weh, da kriegt man dann, ja schau, vielleicht mal eine Luft kriegt oder nicht gleich schlafen kann, aber es ist jetzt nicht merklich, dass da irgendwelche schwarzen Flecken und Steine oder sonst bin. So, was gibt es jetzt für Dämmungen? Was man da jetzt als Beispiel sehen, ist das Styrodur, langläufig gesagt, das XPS, so rosa, das meist im Sockelbereich das Wasser nicht aufnimmt. Und im oberen Bereich macht man dann zum Beispiel das checkerte Styropor oder das dunkelgraue Styropor. Da sind nur marginale Unterschiede bei der Dämmleistung. Das heißt, das weiße Styropor kennt ja jeder, das dämmt eh schon nicht schlecht. Und dann gibt es, Entschuldigung, das sind die Kugeln Wasser. Dann gibt es das Checkerte. Ich versuche ein bisschen Produktnamen zu vermeiden. Und dann gibt es das Dunkelgraue. Und das Dunkelgraue dämmt am allerbesten. Das heißt, oft einmal hast du das Thema, Dachvorsprung ist nicht recht lang. Und jetzt kommt das kurz da Energieberater daher und sagt, ich brauche nur 16 cm Dämmung. Da sagen wir, ich habe gut, das will ich schauen, das heißt dann aus. Nein, man kann auch, wenn man das da immer vom weißen Styropor von den 16 cm. Man kann zum Beispiel im Vergleich auch 12 cm von dem dunkelgrauen Styropor nehmen. Ja. Und dann habe ich denselben Dämmwert, denselben U-Wert auf der Außenwand, wie es mit den 16 cm gewesen war. Ja. Und da kann man sich helfen. Jetzt rede ich da nur von Styropor. Es gibt viele, viele verschiedene Arten der Dämmung. Es gibt eine Holzweichwasserplatte, es gibt eine Quarzplatte, es gibt eine Hanfdämmung. Es gibt da Konstruktionen, also die macht man mit einem Holzposten, schraubt einmal auf die Wand, macht draußen eine Holzplatte drauf und bloß das mit Zellulose aus, was wir zuerst schon kurz angesprochen haben. Ja. Also mir als Energieberater ist das völlig gleich, Hauptsache es wird dämmen. Das ist das Allerwichtigste. Ja? Und weil eben so viel, das Plastik sagt, das will ich nicht, das ist, und der hat erzeugt das und wir haben das dann nicht. Ein Styropor könnte man zu 100% recyceln, nur macht es keiner, weil es teuer ist, wenn man gar nicht reinkommt. Ja. Und es ist auch die billigste Variante. Alles, was ich heute in ökologischen Dämmstoffen rede, und wir haben das letztens erst wieder mal sagen lassen, zum Beispiel im Vergleich einer Hanfdämmung, kostet circa das Vierfache von einer Styropordämmung. Rein das Material. Ja. Nicht, dass ich das Styropor verteidigen will, aber es braucht keine Angst haben vor einem Styropor oder sonst irgendwas. Das Energie, die da eingegrenzt ist bei der Produktion von diesem Kunststoff, ja, was in 3 Jahren passiert, aufgrund der Energieeinsparung vom Gebäude selber. Und es sind nur 2% Kunststoff drin. Der Rest ist Luft. Ja. Der Specht macht Säure. Wenn der Specht kommt, wozu gibt es einen Verarbeitungsfehler? Das ist leider in der Vergangenheit oft einmal passiert, dass die ein bisschen ruhig gesessen sind, ein bisschen ruhig gelegen sind. Man glaubt, der Specht, da ist was hin. Ja. Und dann hat er schon, interessiert es nicht schon so viel, dass er das zeigt. Ja, da gibt er dann nichts mit aus. Ne? Ich kann mir ja nicht einmal haben. Ne? Ja,
Aber ja, in der Vergangenheit hat es das gegeben, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Also die Verarbeitung, die Verarbeiter haben auch dazu gelernt, es gibt Normen, die sind, nach denen sie arbeiten müssen. Und wenn das sauber gemacht ist, gibt es eigentlich keine. Fotos von neuen Häusern. Bitte, bitte. Das ist immer passiert. Ja, nein, das ist spannend. Ja? Okay. Ja, bitte. Genau, da hätten wir jetzt, das ist dann schon die Dickschicht. Das heißt, in der Sanierung ist es so, dass Dämmstoffplatten verdübelt werden müssen. Die werden dann zusätzlich mechanisch angehängt. Das reicht jetzt nicht, nur die hinzukleben mit einem Kleber, mit einem Metallischen. Sondern die müssen verdübelt werden. Und dann kommt die Spachtelung drüber und dann kommt die Farbe drauf. Je nach dem, was man halt dann macht. Genau. Und da kommen wir jetzt nochmal hin, was habe ich noch vergessen? Schiffplatten habe ich noch vergessen. Es gibt sogar Stroh, auch zum Ausblasen. Also gibt es da viel Spielvarianten. Wie gesagt, mir ist es wirklich egal, was ihr euch vorstellt, was ich nehme, aber 20 Minuten Stück gar nicht wirklich passt für mich. Es gibt einen Bonus von der Förderung ohne ökologische Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen nehmen. Ja? Das müssen aber nachwachsende Rohstoffe sein. Das ist jetzt nicht, dass man, was war letztens das Beispiel? Genau, es gibt diese Mineralschaumplatten. Das heißt, jetzt muss ich leider den Namen sagen, sonst könnt ihr euch das nicht vorstellen. Die Ütungstangen, die gibt es quasi auch als Dämmung. Das ist eigentlich ein ökologisches Produkt, gilt aber nicht für die Förderung als ökologisches Produkt. Ja. So, da gibt es dann nur Feinheiten, die man aufpassen. Gasbetonstein, danke, genau so was. Achtung bei feuchten Mauern. Wenn ihr jetzt an Vierkanter Robert 1900, der wirklich steinhauer ist, oder vor 1900 vielleicht, dann muss man aufpassen. Da kann man jetzt nicht vollkommen irgendwas hergehen und dort der Dämmung draufquetschen, außer das kann furchtbar schief ausgehen. Dann fängt nämlich das Haus vielleicht schon wirklich zum Schimmeln an, aber wegen der Fassadendämmung, weil auf einmal das Haus von unten nur mehr zum Wasserziehen anfängt. Ja, die Feuchte steigt nur mehr auf und da muss man dann wirklich aufpassen. Es gibt Dämmstoffhersteller, die ermöglichen euch eine Mauerwerksuntersuchung und wenn ich den Dämmstoff dort kaufe, dann kostet es nicht einmal was. Und der Hersteller sagt, ja, du kannst das machen oder nein, bitte Finger weg. Ja, dann habe ich nur mehr Sicherheit, weil so detailliert kann ich in der Energieberatung gar nicht sagen, ob das jetzt gut funktioniert oder nicht. Tendenziell bin ich bei Stammmauern sehr, sehr vorsichtig. Das war eben so ein klassischer Aufbau. Und was man da eben auch sieht, und da kommen wir zu dir, Monika, dieses Randwurstverfahren, das ist das, wo es dann immer nicht mehr huldig da hinten und die Fassaden so gut verarbeitet ist, dass dann keine Wächter oder sonst was drauf sind. Das muss man sich halt im Detail anschauen, das kann tatsächlich durch passiert sein. Das streite ich nicht. Gibt es leider einige Beispiele. Und das Spannende ist ja, dass diese paar Negativbeispiele dann so viel Wind machen, dass dann mal so. Ist auch okay, ja, aber wie gesagt, meistens sind es Vorweisungsthemen. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem Fenstereinbau, was ich zuerst gesagt habe. Ja. Es geht nämlich darum, wenn ich jetzt das Fenster dort sitzen lasse, was vorher war, weil mir ist so, da war dann die alten Fenster drinnen. Und ich mag keine Reifen, die Erdbeckung, das wollte ich nicht aus. Dann habe ich auch noch das Thema, dass ich, wenn ich die Fassadendämmung außen drauf mache, da mehr oder weniger einen direkten Weg der Wärme nach außen habe. Die Wärmebrücke nennt man das. Die Wärme versucht immer die Kälte auszugleichen. Und deswegen geht dort viel Wärme verloren. Und das Thema ist dann, diese Wegbereiche der Toiletten, was ich jetzt gesagt habe, habe ich nur bei 14 Grad Oberflächentemperatur. Das ist wirklich nicht mehr viel. Ab 12 Grad, sagt man, fällt Kondensat aus und es kommt zu Schimmelbildung. Wenn es jetzt wirklich kalt draußen ist, dann ist das eventuell schon ein Thema, wenn die Duftfeuchte gezogen ist. Wenn ich jetzt sage, gut, es gibt den Kompromiss, ich mache eine Fassadenerleibungsplatten in die Leibung, weil ich mir wirklich, ich war das mit den Fensterbrillen, habe ich erst vor 3 Wochen. Ja? Oder die Küche ist neu, die Arbeitsplatten geht durchaus bis zum Fenster, das sieht man auch noch mehr. Natürlich, das verstehe ich, ist alles gut und dann kann man mit solchen Leibungsplatten, die gibt es nämlich nur viel bessere, die sind dann doppelt so gut wie weiße Styropor. Etwa, ja, von der Dämmleistung her. Das heißt, ich kann da mit 3-4 cm kann ich 6-8 cm
umlegen auf einen verweißten Styropor von der Dämmleistung her. Und dann wird das Eck schon besser, wird schon wesentlich besser. Ja? Das heißt, die Oberflächentemperatur drinnen steigt. Und die ultimative Lösung war, wenn man sagt, ich schiebe das Fenster ganz raus und dehne über den Fensterrahmen drüber ein bisschen. Das ist architektonisch besser, weil die Fensterleitung nicht so tief ist. Diese sogenannte Schießschadenoptik, ja? Das will auch keiner haben, das schaut der Stich aus. Und als Nebeneffekt habe ich dann noch mehr Sonneneintrag, weil das Fenster weiter draußen sitzt. Ich kann mehr solare Gewinne erzeugen, wenn die Sonne scheint draußen. Und auf einmal wird es noch richtig schön lang. Und dann ist die Schimmelbildung wieder gebannt. Ja? Dann muss ich wieder nur schauen, dass ich lüfte, damit ich wieder die Luft in mein Haus. Das war dann die saubere Lösung. So. Und der luftdichte Einbau, das kommt da noch dazu. Das gibt ja, habt ihr eh schon oft gesehen, wenn einer ein Fenster da steht, da gibt es Außenwand drauf meistens. So dunkelgraue Schwarze. Und die werden innen gibt es diese Klebebänder auch. Innen müssen sie luftdicht sein und außen sind sie Infusionsofen, wenn eine Feuchtigkeit reinkommt, dass die dann austrocknen kann über die Jahre. So. Und das wäre eigentlich Gesetz. Oder eine Norm, dass ich das Fenster so einbaue. Das wissen mittlerweile die Fensterbauer. Die machen es auch alle. Zu Beginn vor 6, 7, 8 Jahren, wie das gekommen ist, aber das hat sich nicht durchgesetzt, da hat es auch immer wieder zu Problemen geführt. Wenn ich dann irgendwie so viel machen kann, baue das Fenster aus, dann kommt der Maurer, macht man dort einen Glasstrich drauf, dann kommt der Fenstermensch und biegt das Fenster ein, dann ist das super sauber wieder einbaut. Und man sagt, aus heutiger Sicht, wenn ich eine Aluschale draußen habe, egal ob das Kunststoff war oder Holz, Alufenster sind, wird man wahrscheinlich den Rahmen nie wieder tauschen. Es reicht dann in Zukunft nur noch die Scheiben zu tauschen. Das heißt, so ein luftdichter Einbau mit den Klebebändern ist auch auf lange Sicht gesehen ziemlich eine endgültige Geschichte. Ja? Was wird dann irgendwann passieren? Die Dichtungen werden zum Tauschen sein noch 25 Jahre, die Scheiben kann man tauschen noch 25 bis 30 Jahre und vielleicht den einen oder anderen Beschlag, der schon zum Wobeln anfängt, wenn es das ein bisschen schiftet. Das ist einfach schwer, so eine Dreischeibenverknüpfung. Ja? Und dann, das sind alles Ersatzteile, die man einfach und günstig tauschen kann. Aber der Rahmen wird aus heutiger Sicht nicht mehr zu tauschen sein, weil das Aluminium außen des Fensters so gut vor Bewitterung schützt. Genau. So, und dann ist der letzte Bauteil oder die letzten Bauteile in dem Fall die Kellerdecke. Das ist jetzt eben diese zweite Variante. Was will ich machen? Habe ich eh vor, dass ich meine Fußbodenheizung einbaue und habe ich die Raumhöhe, dann kann ich darüber nachdenken, ob ich es nicht auf der Oberseite machen kann, die Dämmung. Oder ich teile es auf, ich mache oben ein bisschen und unter ein bisschen, wenn ich den Keller zu niedrig. Oder der Fußboden bleibt, wie es ist. Und die spüle und machen wir das auf der Unterseite drauf, sofern der Keller hoch genug ist. Das ist einfach das Thema. Und zweite Problematik, da sind so viele Leitungen, da ist das Garagendach, das stört alles da drinnen im Wohnen. Wo ich sage, das ist jetzt nicht einfach da eine Dämmung zum einen machen, weil einfach schon viel da ist. Aber wenn jetzt einer, ich sage jetzt die Heizungsleitung zum Beispiel, ja, wenn die schon dämmt ist, dann brauche ich in dem Bereich keine Kellerdecke Dämmung mehr. Das lasse ich aus. Ja, weil irgendwann, vielleicht oder später, muss jetzt eine Heizung vielleicht dazu, das fängt zum Ring an oder sonst irgendwas, dann kann ja niemand dazu, wenn das zu denken ist. Dann ist ja, die Sicherheit nicht mehr, wo ist denn vielleicht drin, wo die Leitung. Nur drin und dort ruft es aus. Ne? Das ist halt dann ein schwieriges Thema. Und von dem her ist noch dazu zu sagen, dass im Garagenbereich bitte nicht eine Dämmung, die nicht brennbar ist, ausführt. Ja? Wenn ich zwei Jahre gehen muss, wenn es auch verbrennt wird, und das trifft dann das ganze Zeug ins Knacks, wenn es meistens auch immer so angeht. Also das fällt einem nicht so. Aber von dem her muss man das vielleicht noch der Vollständigkeit halber dazu sagen. Aber also 3 bis 6 cm sind wirklich schön, wenn man bei der Kühlerdecke zusammenbringt, an dem Stoffstärke. Genau. Oder eben, wenn ich einen erdenliegenden Fußboden habe, wo ich keinen Unterkühlerbereich habe, dann kann ich auch darüber nachdenken, wieder die Oberseite so herzurichten, dass ich da eine Dämmung einbaue. Auch wieder ganz stark abhängig von der Raumhöhe und auch von den Innentüren und von den Fensterblättern. Ja. Wenn ich da 15 cm her schicke,
kannst du es ändern und die Struktur bilden. Das ist dann einfach dann fix. Masse, die ich nicht leicht verändern. Und deswegen muss man da auch wieder, gibt es auch wieder super Dämmstoffe, die mit ganz wenig Dämmdicke sehr gute Leistung haben. Und dass man da dann auch wieder was Vernünftiges rauskriegt. Weil nur ausreißen und mit einem betonieren, für das nutzt sich das keiner an. Jo, und jetzt ist auch so ein hakliches Thema. Jetzt ist das Haus super dicht. Wir haben jetzt Lüften und gesagt, gut, jetzt habe ich noch 10 Minuten aufmachen. Oder wenn man eh schon relativ viel macht im Haus und der Trick sowieso schon da ist, kann man nur nachdenken, ob man sich nicht eine Wohnraumlüftung noch dazu nimmt. Eine Wohnraumlüftung ist nichts Böses, da ist kein Schlimme drin, da sind keine Keime drin, da ist keine Klimaanlage. Eine Klimaanlage ist ein Drehschwerer. Eine Wohnraumlüftung sorgt nur für frische Luft. Das ist wie ja, wenn es da aufmachen. Es ist halt einfach immer frische Luft, ich brauche nicht drüber nachdenken und ich brauche auch nicht über die Luftqualität nachdenken und es funktioniert wirklich super. Ich muss ein, zwei Millionen die Luftfilter tauschen, genauso wie beim Auto. Das kostet, was weiß ich, 20, 30 Euro Investition pro Filter tauscht etwa und dann läuft es. Aus den Rädern kann ich außer essen, die Zulufträdern. Da ist immer sauber, wenn die Luftfilter sauber tauscht. Das kann ich euch gerne bei mir zeigen, seit 12 Jahren oder 13 Jahren rennt die Wohnraumlüftung, da ist kein Dreck drin. In der Obluft ist sehr wohl ein Dreck. Da ist der Staub drin vom Haus. Aber die Frage ist, interessiert mich das? Nein. Warum? Weil das die Abflussrohre sind. Da geht die Luft nur mehr aus. Und die sind natürlich ein bisschen staubig. Das ist nicht zu vermeiden. Das kann man reinigen lassen. Da gibt es mittlerweile Rauchverkehrer, die sich spezialisieren und eigentlich Reinigungsfirmen, die sich darauf spezialisieren. Und mein Vergleich ist dann immer, wer von euch hat schon jemals ein Wasser aus dem Ablauf von der Küche getrunken? Die wollen wir nächsten wahrscheinlich. Ja, das ist genau das Problem. Lange nicht diskutieren, da wird wenn das Wetter rein, dann tut es nicht, oder oben im Boot die Haare hängen drin. Ja. Man ist aufschafft, das ist nicht geschmackig. Aber das interessiert uns ja auch nicht, weil das Wasser rinnt ja weg und das nur wurscht. Was wäre es jetzt zum Beispiel für eine Möglichkeit, ja, dass man dann zum Beispiel, wenn man einen Grundriss hat, so ähnlich wie der ist, wo man im Tankbereich mehr oder weniger die Versorgungsleitungen macht, Zuluft und Abluft, und dann über die Türen zum Beispiel mit den Ventilen hineingeht und da frische Luft einlässt oder was auch. Warum über die Türen? Weil über der Tür, also vor der Tür, wäre nie an den Kosten stehen. Damit bleibt diese Öffnung immer frei und funktioniert sehr gut. Dass man das dann dauerhaft hat. Das wären dann nur so, dass man da so Schemen abholt. Da haben sie zum Beispiel im Gang die Decken angehängt mit einer Gipskartonplatte und haben sie die Reihen versteckt. Und man hat jetzt dazu nur ein paar Löcher in den jeweiligen Rahmen und man muss nicht das ganze Haus legen, damit man diese Wohnraumlüftung einbauen kann. Gibt es eigene Punkte bei der Wohnraumförderung in Niederösterreich? Ist sehr zu empfehlen, wie gesagt, ich habe es seit 13 Jahren, nicht weil ich jetzt habe, sondern auch, das funktioniert super. Das ist immer frische Luft, die brauchen. Ich kann aber jederzeit Fenster aufmachen. Ja, das ist auch so ein Thema. Ich kann das Fenster nicht machen. Oh ja, bitte machst du Fenster auf, wenn es nur mal ist, mir wurscht. Das ist nur in der Zeit im Winter, wo man weniger lüftet oder vielleicht sogar gar nicht lüftet, habe ich dann immer eine frische Luft im Haus. Ja, das geht es bei mir. Ja, und wenn das ganze Haus dann so super hergerichtet ist, kann man eben, was ich jetzt erst schon kurz angeregt habe, auch nachdenken, über eine Mitteltemperaturheizung. Das heißt Fußbodenheizung, Wandheizung. Ja, weil in weiterer Folge dann mit weniger Temperaturen ins Heizsystem eingefahren wird, da habe ich, weiß ich nicht, 25, 30 Grad Temperatur auf dem Fußboden drauf, gerade so, dass ich es vielleicht noch nicht gespürt, weil wenn ich es gespürt, habe ich schon ein Problem. Dann kann es dann zu Problemen mit den Füßen kommen. Das habe ich auch oft da in der Vergangenheit, weiß ich nicht, 70er, 80er Jahre, da ist man halt mit 50 Grad Vorlauf reingefahren in die Fußbodenheizung. Das war nicht zum Ausfall, jeder nach schon die Füße gehabt, die haben wenig Probleme gekriegt. Das ist alles dann irgendwie eingebunden worden ist. Von dem sind wir Gott sei Dank weg. Und heute sagt man, man soll ja Fußbodenheizung nicht zwingend gespürt werden. Ja. Es soll warm werden drin, und aber sonst nichts. Und dann kann ich darüber nachdenken, ob ich mir eine Wärmepumpe mir anschaffe oder einen Pelletskessel mir anschaffe oder was auch immer, was auch jeder am liebsten hätte. Ja.
Da gibt es dann viele Spielbahnen. Ja. Das sind auch verschiedene Systeme gegenübergestellt. Je weniger die Temperatur ist, desto weniger Energie. Ja. Und wichtig ist auch, bitte die Rehe ein bisschen nehmen, unten im Köhler. Die brauchen die wenigsten Leute mehr. Es gibt oft landwirtschaftliche Betriebe, wo die Leute dann im Holz sind, wenn es kalt ist draußen, und die sind immer dann los heim und die wollen es dann wirklich im Heizern warm haben, damit sie einen Antrieb kriegen. Das verstehe ich, ja, das ist okay, 7 Tage, es passt. Aber überwiegend ist der Heizern, da brauchst du nicht warm sein. Und dann muss man halt wirklich schauen, dass man wirklich, wirklich was macht. Wenn ich eine 13 Liter Dämmung weglos, habe ich 1 Euro. Nein, wenn ich keine Dämmung habe, habe ich 6,50 € pro Laufmeter Leitung, das ist passiert bloß für nichts. Und wenn ich dämme, ist es einfach nur mehr 4. Das ist wirklich, sieht man leider noch sehr, sehr, sehr oft, dass halt gerade die Leitungen wirklich blank sind, Tutorial sind, Eisenleitungen sind, was auch immer. Und da kann man wirklich auch noch viel rausbringen. Das ist also ein klassisches Wort, das kann jeder selber, wenn es draus hier ist. Ist relativ schnell passiert, macht keinen Dreck und kostet nicht viel. Und jetzt noch einen alten Kästen und einen neuen Kästen gegenübergestellt. Den kenne ich aber überhaupt nicht mehr. Den haben sie, genau. Das war der. Aber nicht hier, nicht an der falschen Ring, in der Presse. Ja, und dann kann man eben noch die Optimierung der Raumtemperatur betreiben. Ja. Das heißt, Heizkörperthermostat ventilieren. Das ist was wirklich praktisch. Dann habe ich den drei einen Raum mehr auf, einen Raum weniger auf und das Heizkörperthermostat regelt selbst, wie warm der Heizkörper werden muss, damit die gewünschte Temperatur sich einstellt. Da ist ein Gas drin in dem Thermostatventil und wenn es warm wird, dehnt sich das aus und macht den Heizkörper zu. Und wenn es kalt wird, zieht sich das Gas zusammen, macht den Heizkörper dran, den Heizkörper selbstständig sozusagen auf und damit wieder mehr Temperatur in den Raum hinein. Dann kann er wirklich einiges noch sparen. Auch der hydraulische Abgleich ist auch ganz, ganz wichtig in der Verbindung. Was heißt hydraulischer Abgleich? Das kennen auch viele. Der erste Heizkörper, der auf der Heizung draufhängt, der verliert was, der ist fast nicht zum Angreifen. Und der allerletzte Heizkörper, der da draufhängt, der wird kaum drauf. Warum ist das so? Weil die ganze Energie in die ersten Heizkörper schon sozusagen ins Haus hineingeht und dort, wo es wirklich nur brauchen kann, vielleicht, der kriegt kaum mehr Energie, weil die Temperatur schon so niedrig ist in dem Heizkreis und damit verhungert er. Und mit einem hydraulischen Abgleich kann ich jeden Heizkörper genau einstellen, wie viel Wasser soll ich denn da durchringen. Da drehe ich den ersten mehr oder weniger ganz zu, den zweiten ein bisschen mehr auf, den dritten ein bisschen mehr auf, den vierten ein bisschen mehr und dann werden alle Heizkörper gleich machen. Und dann habe ich auch nicht nur einen Heizkörper, der nur offen ist und ich weiß nicht, wie es da drin warm werden soll in dem Raum mit der Heizkörper. Ja, kurzes Gefährliches besteht dann nochmal um 3 bis 15 Minuten. Da gibt es Fragen, bist du hier? Alle sind ganz gebannt. Was heißt Querlüften und Witterung? Je nach Witterung 3 bis 15 Minuten. Das heißt, wenn es draußen minus 20 Grad hat, dann genügen sicher 3 Minuten. Ja. Nichts mit der Luft treffen? Nein, sind die Fahrer nicht. Okay. Das in speziellen Fällen ja, aber nicht in normalen Fällen. Das regnet draußen. Wenn es regnet draußen? Soll ich da bei 100% Luft treffen? Und jetzt lüfte ich 15 Minuten, ziehe ich da nicht die ganze Luft treffen ins Haus? Da geht es nicht um Luftzeichen, sondern geht es darum, dass man nicht alles drinnen auskühlt. Wenn ich jetzt reise ich auf 3 Minuten, dann ist der Tisch noch warm, der Fußboden noch warm, die Wand noch warm und alles, was da drin steht. Ich hab gesagt, kein guter Wasser. Und nach 3 Minuten mache ich wieder zu, dann sagt man, da wird es schneller warm, wenn ich lüfte. Es ist einfach das gut zu lüften, weil die ganzen Bauteile warten. Wenn ich jetzt draußen minus 20 habe und habe 4 Stunden offen, dann ist da drin so kalt, dass es ewig braucht, bis die ganze Geschichte wieder warm ist. Und dann habe ich auch relativ viel Energie verschleiert. Hat nichts mit der Luft zu tun. Wenn es jetzt regnet, im Sommer nicht. Wenn es jetzt im Herbst regnet zum Beispiel, ja, wo es 15 Grad hat,
dann ist ja die relative Feuchte das Entscheidende. Das heißt, eine 15 Grad warme Luft kann weniger Feuchten aufnehmen, wie die 22 Grad warme Luft im Haus. Das heißt, tendenziell ist drinnen draußen trockener wie drinnen. Also draußen die Temperatur auch von 15 auf 22 geht, was auch trockener die Luft. Das heißt, dass wirklich draußen viel feuchter ist wie drin, ist fast nicht möglich. Ich habe auf der Baustelle, wo es heute die Exkursion geplant ist, Marathon oder ist, jetzt gerade aktuelles Thema, das in Estrich aushat. Und jetzt haben wir schon genau das Thema. Jetzt ist wirklich, jetzt sagt der Estrich, der soll eine gewisse Druck nicht haben, dass ich den Mund drauflegen kann. Und jetzt sagt der, wir schwamm momentan. Jetzt müssen wir wirklich schon ein Fenster zulassen und einhatzen mit dem Druck nicht drin, jetzt dann vielleicht. Und dann schauen wir, aber sonst ist das klar. Darum sage ich spezielle Anwendung ja. So, jetzt kommt der gute Teil. Jetzt geht's ums Gehör. Jetzt wird's gehört. Es gibt die Bundesförderung, den sogenannten Sanierungsbonus. Es gibt die Wohnbauförderung Niederösterreich und es gibt gegebenenfalls eine Gemeindeförderung. Ihr habt zur Gemeindeförderung? Nur Dämmung. Nur Dämmung, da gibt es einen. Was? Solarium. Solarium. Keine Demos machen, wenn wir es jetzt nicht mehr haben. Aber auch sind Solaranlagen werden gefördert und dann könnte man das kombinieren. Ja? Und das muss dann bitte jeder für sich fragen. Zwedel weiß ich zufällig, hat auch Förderungen für Sanierung, manche haben gar nichts. Ja, wie immer. Bitte nachfragen. So, was heißt das jetzt? Ich kriege bis zu 75% Förderung, maximal jeweils den Betrag X für den Heizungstausch. Ich kriege den Sanierungsbonus und ich kriege 4% Zinszuschuss zu einem Kredit von der Wohnbauförderung Niederösterreich. Und ich kann die ganzen Geschichten, eh schon seit 2 Jahren, auch steuerlich absetzen. Ja, da kann ich pro Jahr einen Heizungstausch 400 Euro im Steuer einnehmen. Oder eben, wenn ich das Gebäude saniere, 800 oder 5 Euro. Das heißt, zusätzlich nochmal beim Sanierungsbonus 4.000 Euro. Wie funktioniert denn jetzt die Eigenheimsanierung? Das ist ein bisschen im ersten Blick nicht ganz unkompliziert. Aber es ist nur der erste Blick, das geht dann schon irgendwann. Es ist ein Punktesystem, ja, beim Land. Das heißt, ich habe ganz umsetzen, die erste gelbe Zeile ist die sogenannte Kompaktheit. Das habe ich ganz am Anfang gesagt, wenn heute einer einen Bungalow hat, dann hast du das Gebäude eine sogenannte eine schlechte Kompaktheitswert. Ja? Das heißt, das ist flach, hat viel Volumen, aber wenig Außen, wenig Oberfläche, wenig Hülle. Oder umgekehrt, Hülle. Ja? Und wenn ich halt ein zweistöckiges Kissen habe, dann habe ich es genau umgekehrt, dann wird die Kompaktheit besser. So, damit der, was ein Bunker hat, wenn wir so wie auf der linken Seite sind, jetzt keinen Nachteil hat, werden seine Energiekennzahlen, was man da dann oben zu aufgeschrieben hat, ein bisschen hecher gesetzt, als wie einer, der was ein kompaktes Gebäude hat, der muss ein bisschen sportlicher sein, was die Energie kennzahlt. Ja? Und je besser oder je niedriger die Energiekennzahl ist, und da fangen wir bei 40% Verbesserung an, da kriegen wir von außen einmal 50 Punkte ganz rechts rum. Ja? Also die dritte von oben, dritte Zeile. Das sind einmal 50 Basispunkte für die Gebäudesanierung. Und dann gibt es nur plus. Und da unten ist Gelbe. Ja. Wenn er jetzt einer hergeht oder eine hergeht und sagt, ich mache das Haus ganz super, quasi wie ein Neubau, dann kann ich bis zu 80 Basispunkte bekommen. Und dann sagen wir, er kriegt eine Wohnraumlüftung, er hat mit nachgewachsenen Rohstoffen gedämmt und er kriegt diese zusätzlichen Lagepunkte, das heißt zum Beispiel Ortskernbelegung in Abwanderungsgemeinden. Da sind wir leider dabei. So mal als weiter sind wir Abwanderungsgemeinden. Leider. Und wenn jetzt einer sagt, er möchte bitte unbedingt die Leute rausnehmen, dann hilft er die extra Belohnung. Weil er halt motiviert ist, in weiter zu wohnen und ein Gebäude saniert, das schon gibt. Die Politik will ganz einfach, dass wir nicht mehr auf die grüne Wiese Neubauten stellen, sondern die bestehenden Gebäude auf einen energieeffizienten Standard oberbringen. Weil die Häuser auf der grünen Wiese verbrauchen relativ viel, nicht nur Bodenfläche, sondern auch Kapital. Das heißt, Aufschließung, Kanal, Wasser, Straßenbau und so weiter und so fort. So, und deswegen wird das auch dann extra belohnt. Es gibt auch verschiedene Punkte.
Ja? Bis hin zur Einkaufsförderung. Das ist alles nur schlecht. Die Einkaufsförderung heißt, wenn er ein Haus gekauft hat und dafür einen Kredit aufgenommen hat in den letzten 3 Jahren, und der hat dies und der macht das Haus um 40% besser, oder sie, dann kriegt er auch nochmal bis zu 20.000 Euro Zinszuschuss auf den Kredit, was er für den Hauskauf sozusagen kommt. Ich weiß, das ist nicht sehr einfach auf den ersten Blick, aber da haben wir jetzt ein Rechenbeispiel dazu. Ja. Wir brauchen 70.000 Euro, 78.000 Euro, der Kredit rennt immer auf 10 Jahre und ich kriege 4% Zinszuschuss. Ja, auf 10 Jahre. Soll heißen, 78.000 Euro mit den ganzen Fixzinsen und Inflation und so weiter und so fort, kann man das dann sozusagen abziehen auf 10 Jahre und in Summe macht aufgrund der Inflation und der Zinsen und so weiter und die Energieeinsparung am Ende des Tages 14.500 Euro theoretisch gewinnt. Das ist jetzt nur ein Rechenbeispiel. Ja. Das müssen wir eben für sich selber betrachten. Wie viele Punkte kriegt er, wie viel Kredit braucht er, wie viel Zinszuschuss kriegt er und so weiter. Das ist nämlich abhängig von diesen Punkten. Wenn ich jetzt die Punkte habe, sagen wir 100%, ich kriege 100 Punkte, dann kriege ich 100% des Kredits, den ich brauche, gefördert. Das heißt, die ganzen 78.000 Euro sind in dem Fall. Wenn jetzt einer 120 Punkte hätte, dann kriegt er sogar 120% von den 78.000 Euro gefördert. Oder er hat nur 80 Punkte, oder vielleicht sogar nur 45 Punkte, dann kriegt er wieder 45% von dem Kredit gefördert mit 4% Zinszuschuss. Das ist eben dieses Punktesystem, was wir vorher gehabt haben. Ich habe es letztens wieder angehabt, der hat Abwanderungsgemeinde, baut einen Wohnung dazu, er ist noch Verdichtung und so weiter. Der Grund im Endeffekt hat 165 Punkte. Das heißt, 165% des Kredits kriegt er quasi mit 4% Zinszuschuss gefördert vom Land einmal. Das ist schon, die Investition ist nicht mehr ganz ohne, das muss man ganz ehrlich sagen, aber trotz alledem, das ist nicht wenig. Und das haben wir jetzt nur bei der Landesförderung. Da reden wir noch keiner von uns. Was tun wir? Ja, die Bundesförderung ist immer eine Direktförderung. Das habe ich mit einem Zinszuschuss oder Kredit nichts zu tun. Ja, aber die Landesförderung ist dann rein auf Kredit ausgelegt. Die Landesförderung ist rein auf Kredit ausgelegt. Bis 31.12.23 haben sie den Direktzuschuss gestrichen. Dafür haben sie von 2% Zinszuschuss auf 4% Zinszuschuss erhöht. Genau. Man kann das immer kombinieren, wunderbar. Ja. Immer beides. Und jetzt kommen wir zu diesen Bundesförderung Sanierungsschecken von der Kommunalkredit vom Bund. Und da wird es erst schon mal gesagt, wenn einer jetzt nur Außenbahndämmung macht, als Einzelmaßnahme, dann muss er zumindest 14 cm Dämmung drauf holen. Das ist deutlich, das wäre dann Vorschrift. Das wäre aber ohne Energieausweis. Das wäre eine rein mit Energieberatung, reicht man die Förderung mehr. Und die kriegen 50% höchstens 9.000 Euro geschenkt. Arbeitszeitrechnung. Nichts pushen. Ja? Ich brauche immer Arbeitszeitrechnung. Sonst sagt der Bund, die ist keine Pusherförderung. Ich weiß, dass es bloß im Wald viel bald einmal gibt, der es vielleicht kann. Ja. Aber, ja, das ist nervig, aber auch nicht. Ist halt so. Also, da kann man dann wieder her und sagen, na gut, das muss ich dann nicht pushen. Plus die Förderung. Ne? Oder vier Sonntag war es da gemacht. Ja? Das heißt, ich habe Garantie, dass das Zeug einmal zumindest 10 Jahre dort bleibt, was ich will. Das ist auch nicht ganz so. Fenster einbauen tun die wenigsten selber. Dämmung der obersten Geschossdecke, ja. Das ist wirklich ein Thema. Ne? Weil da muss jetzt nicht was gucken, was geschickt bekannt ist, das Ding kann ich mir nicht sagen. Das will man hoch dazu schon machen, ne? Ausblasen kannst du das auch dazu. Ausblasen brauche ich sowieso schon drauf. Da brauche ich die Maschine dazu. Da habe ich auch keine Ahnung. Also die Wände. Das geht nicht. Also einleisten zählt nichts. Auch nicht mehr beim Land. Jedes Zeit hast du gewissen, dass es einen Boden gegeben. Weißt du das noch auswendig?
Du hast eine Eigenleistung mit einnehmen können. Bis zu 30% gibt es nicht mehr. Also das Land ist nicht zugänglich, der Bund ist sehr heim. Ohne Arbeitszeit keine Förderung. Es werden Einzelmaßnahmen, Einzelbauteile saniert. Und jetzt wird es ganz spannend. Jetzt sind wir nämlich dann wieder, und zwar schauen wir uns jetzt wieder diese Spalte an. Ja, das ist nämlich die reine KPC. Das ist wieder die Verbindung mit dem Land dazu. Das ist wieder KPC. Das heißt, Einzelmaßnahmen haben wir gesagt, geschenkt für 50% nächstes Mai 1000. Wenn ich 40% Verbesserung zusammenbringe und laut Energieausweis, da brauche ich dann schon, das muss ich jetzt nachweisen, dass die Verbesserung rechnerisch stattfindet, dann kriege ich 50% höchstens 18.000 Euro geschenkt. Das ist nicht mehr so schlimm. Wenn ich jetzt in den guten Standard komme, das ist dann wieder abhängig von der Energiekennzahl in Verbindung mit dem AV, das ist also mit der Kompaktheit des Gebäudes, dann kriege ich 50% höchstens 27.000 Euro geschenkt. Das ist aber schon fast, da muss ich schon einiges tun. Das ist schon nicht mehr ganz leicht schaffbar. Und dann gibt es das letzte Goldstandardstufen, die Klimaaktiv. Das waren 50% höchstens 42.000 Euro. Das ist schon mal nicht mehr ganz schlecht. Wenn ich das verbinden kann mit einer Landesförderung, kostet im Endeffekt das Projekt. Ist schon relativ überschaubar. Da muss ich aber da rechnen, ich schaue dann mit 80 bis 100.000 Euro Investitionen. Ja, weil dann mache ich ziemlich viel. Das ist einfach jeder Bauteil, den man schon in irgendeiner Form berührt worden ist. Zumindest. Und was es noch gibt, wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel ausblasen darf, und das ist mit mindestens 25% der Gebäudehülle, die es ausblasen wird. Und jetzt aber doch, ja, und im Dachgeschossausbau, die Baustelle, wie wir es dann vielleicht eben sehen werden, da haben wir mehr als 25% Zusammenbruch, was wir ausblasen mit Zellulose, dafür gibt es noch einmal 50% Zuschlag, dann waren wir auf einmal bei 63.000 Euro geschenkt. 50% höchstens 63.000. Und da werden dann alle, jetzt passt es für dich, ne? Das ist geschenkt, also wirklich unkompliziert, unbürokratisch, ihr reicht das ein, lade die Unterlagen hoch, wenn ich fertig bin, muss ich natürlich nochmal zahlen, eh klar. Dann lade man die Rechnung immer hoch, in Grundnummer vereinfacht gesagt, und dann kriegt man noch 2-3 Monate das Geld überwiesen und dann wird es das ja nicht. Bitte. Jeder Frage sagt, gilt das nur für das Haus oder Hauptwohnsitz ist, oder wenn einer zeitreich Häuser hat? Ja. Für jedes Haus? Ja. Egal. Für die Bundesförderung gilt das für jedes Haus? Für jedes Haus. Bei der Wohnbauförderung Niederösterreich muss nach Abschluss des Projekts jemand auf uns jetzt gemeldet sein. Das bedingt sich das Land aus verständlichen Gründen. Wenn ich sage, jetzt kommt einer aus, ich sage jetzt aus Tirol, ja, weil er dort da Haus hat und riecht es erst, zieht aber da nicht her, ist der Mehrwert für das Land überschaubar und damit gibt es dann eigentlich nichts. Es geht nicht, dass ich die eigene Ehegattin oder den eigenen Ehegatten von dort haben muss jetzt mal. Da muss ich eidesstattlich erklären, dass ich mit ihm oder mit ihr sicher nichts mehr reden werde. Ja? Dann funktioniert das. Da schaust du nämlich jetzt ganz genau drauf. Seit 1.1.24. Hast du einmal geschwind Mama hergeholt, ne? Und war schon in die Zeit sind. Mit Zitat gegangen schon. Das könnte auch zum Beispiel auch ein Mieter sein, der da drauf jetzt gemeldet ist. Ich richte das ganze Haus her und dann vermiete ich das und der meldet sich den Hauptwohnsitz, dann passt es auch. Auch eine Spielvariante. Genau. Das alte Gebäude muss wieder wie 15 Jahre sein, es muss einen Energieausweis geben und der Nachweis, dass die Maßnahmen erfolgt sind, sind die Rechnungen, die dann oben liegen. Ja, das ist dann der Nachweis, keiner schreibt ja keine Rechnung für nichts. Und darum muss man die Rechnungen hochladen und damit ist für die Förderstelle quasi bewiesen, dass die Maßnahmen umgesetzt wurden. In 15 Jahren, was ist das? Fertigstellung oder Einreichung? Einreichung. Nein, Fertigstellung, Entschuldigung. Weil das ist ja aha, klarerweise, weil man so schlecht war, der erste Produkt und erst nicht. Und von dem. In beiden Fällen, bei der Wohnbauförderung und auch bei der Sanierungsbonus,
So war es immer gescheit, wenn man vorher mal die Registrierung macht. Ja? Registrierung bei der Förderstelle, dann kommt die Förderzusage. Und wenn die Förderzusage schwarz auf weiß auf dem Tisch liegt, dann kann ich ruhigen Gewissens anfangen. Ich habe es ja am Anfang gesehen, beim Bund hat man, beim Land hat man 5 Jahre Zeit und beim Bund hat es Zeit bis im September 2026, dieses Projekt dann fertig zu stellen. Da geht es aber dann immer nur um die Gebäudehülle, die Fliesen, der Bodenbelag, die Vorhangstangen, das sind die Gebäudehülle, die sozusagen eingepackt werden muss. Und wenn ich jetzt angefangen heuer an und noch heuer alles Dach und nächstes Jahr Fenster und Fassade und Kölnerdecken und dann übernächstes Jahr Anfang 26. Völlig gut, ich muss nur vorfinanzieren und muss dann auch den Ort nach mehr Geld. Aber sobald die Förderzusage da ist, nimmt euch das auch keiner mehr weg. Weil wir wissen ja nicht, wann ein Regierungswechsel wirklich stattfinden sollte, weißt du nicht, was ich nicht einfach. Ne? Genau, das ist natürlich schnell anraten. Ich würde es kein Paniker zeigen, noch genug Geld da, aber einmal registrieren ist einmal nicht verkehrt. Dann ist das Budget für jeden selbst, ein jeden einzelnen registriert, reserviert. Und damit haben wir dann Zeit, diese Dinge zu tun. Gibt es noch Fragen da dazu? Bitte. Ich möchte umstellen von einer Gasheizung, eine Pulsdrückheizung besteht auch auf Wärmepumpen. Kommt gleich. Ich habe jetzt deswegen gefragt, weil ich jetzt mit der Gebäudehülle nochmal von der Förderung her mal pro fertig bin. Heizungsförderung machen wir jetzt gleich. Das kommt gleich nicht. Mit. Und meine Bitte war, fragt es einmal zuerst bitte bei der Bank.
ob euch die unterstützen können. Ja? Wenn ihr einen Kredit nehmt und die haben ein bisschen was davon, dann tun sie es ja auch ein bisschen leichter. Es gibt Banken, die verlangen einen kleinen Unkostenbeitrag von 50 Euro für die Unterstützung. Ah, okay, sage ich mal. Es gibt Banken, die sagen, wir lassen den Römer den Kassi kennen aus. Und dann gibt es Banken, die sagen, bitte komm ich wieder gerne. Das sind jetzt ein paar in meinem Kopf, die sagen, ja passt. Aber das war immer meine erste Bitte. Schon fragt sie mir auf der Bank auf die Hilfe. Ja. Ich hab, das ist jetzt besser, aber ich hab nichts davon. Ne? Ich helfe gerne, ich bin ja so ein Determin, wie man sagt. Ja. Deswegen, wenn es nicht anders geht, ist schon wissen. Also die Sache ist, die Vermieter auch, also Mieter von einem Reihenhaus zum Beispiel, wenn man die Fenster tauschen will, kann das auch machen. Ja, ja. Und ist das Mieter oder Eigentümer? Das müsst ihr rausschmeißen. Also das ist dann mir egal. Das muss nur der Hausbesitzer unterschreiben, dass er damit einverstanden ist. Da gibt es so eine Befürwortung. Genau. Aber wenn er sagt, der Mieter sagt, ich will es da nicht mehr aus und ich möchte das neue Fenster nehmen, dann bitte selber neue Fenster einbauen. Und für den Hausbesitz ist jetzt nichts, was schlechter wird. Voll okay. Ja, okay. Ja. Sonst noch jemand? Passt. Gut, dann, wie gesagt, die halte Hülle. Und jetzt kommen wir noch zur Heizung. Ja, da sind wir. Raus aus Öl und Gas. Das ist jetzt das erste große Schlagwort der Öl unbedingt weg von diesen fossilen Brennstoffen. Ja. Jetzt halte ich relativ viel aus, wir hätten relativ viel selber. Und dann bleibt sozusagen der Mehrwert im Land. Und das ist einer der Hintergedanken. Auf der anderen Seite natürlich aus Umweltschutzgründen wird es massivst gefördert. Das heißt, wenn ich dann Ölheizung, du hast Ölheizung und du möchtest jetzt von mir aus umbauen auf eine Hochschnitzel oder auf eine Pelletsheizung, dann kriegst du 75%, höchstens 18.000 Euro bar auf die Hand. Wenn du jetzt sogar noch sagst, ja, ich reiße meinen Fußball raus und mache ein Niederdeckungssystem, dann kriege ich auch nochmal 4.000 Euro dazu. Ja. Das ist wirklich, wirklich gut. Also deswegen ist auch der Rand aus meiner Sicht jetzt so stark, was diese Heizungstauschförderungen betrifft. Ich habe schon vorher gesagt, mehr Förderung kriegt man niemand. Ich wurde Lügen gestraft am 1.1., das ist nur mal viel besser. Vorher hat man gekriegt beim Bund 7.500 und vom Land 3.000. Ja, weißt du, 11.500 hat man dann geschenkt gekriegt. Das war schon super, aber jetzt gibt es 18. Schon viel cooler. Aber weißt, dafür waren die Heizungen viel billiger. Da war, ja, das ist, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich kriege irgendwie Förderung, desto teurer wird meistens auch die Heizung. Wobei man zur Verteidigung der Heizkesselhersteller schon sagen muss, der Langkostenanhebung oder die, wie sagt man jetzt, die Heizerhöhungen sind sicher enttäuscht, gerade in der Metallindustrie. Die kriegen traditionell viel mehr. Die schlagt sich auch wieder, macht das nicht. Das ist ein bisschen so eine Abwärtsspirale aktuell. Auf der anderen Seite zerreißt es Kesselhersteller, obwohl ich eigentlich gut in den Zeiten herrsche, was mir aus meiner Sicht ein bisschen unverständlich ist. Ich kenne mich nicht aus, kenne nur zwei Gesichter, zwei Gene. Jedenfalls, genau, kann man das richtig hochjubeln. Wenn einer jetzt eine Werbung macht, zum Beispiel mit einer Tiefenförderung, kriegt er so einen Wartbonus sogar. Ja. 5.000 Euro. Plus, wenn er eine Fußballheizung macht, 4.000 Euro, dann wird die Werbung selber auch nochmal 15.000 Euro, dann sind wir schon für 24.000 Euro geschenkt. Ja. Das ist schon ein Großteil der Kosten für die Heizung selbst. Da gibt es viele Spielvarianten. Auch da, es muss nicht mehr ein Hauptwohnsitz gemeldet sein, es reicht ein Punkt, wenn einfach die Heizung von diesem einen Gebäude X oder Y austauscht wird auf ein System mit erneuerbaren Energien. Wichtig ist auch hier, reicht ein Energieberatungsprotokoll und dann registriert man sich, dann kriegt man die Förderzusage und dann macht man die Heizung entsprechend und kriegt das Geld auch wieder nach 2-3 Monaten überwiesen. Man muss es auch vorfinanzieren natürlich. Und wäre aber auch wieder kombinierbar mit der Landesförderung. Das heißt, manche Leute hätten dann gern oder haben es gehört nicht eingesteckt, brauchen ein bisschen Kredit und kann man sich auch nicht 4% Zinszuschuss wiederholen, wie der bei der Wohnbauförderung ist. Es steht raus aus Öl und Gas mit Kohle, ja? Ja, ja. Das ist nur der Überbericht, das wird das so zu machen.
Koks und Kohle gelten auch. Es gelten auch, Achtung, Achtung, Hackgutkessel mit einem Vorofen. Das sind sogenannte Allesbrenner. Auch wenn der Ofen nie der Koks oder Kohle gesehen hat, ist er auch förderbar. Dann tut ihr einen auch wieder Kessel zu tauschen, auf gut Deutsch. Naja, geht er nicht. Naja, ob ich in meinen normalen Ofen Holz reingekaut habe oder Kohle, das kann ja keiner. Na ja, das steht ja da. Wenn ich jetzt sage, ich komme jetzt in ein Haus, also Energie runter und schaue mir das Typenschild an, da steht die Leistungsangabe nur für Holz. Dann kann ich dort nur Holz haben. Da kann ich dort keine Kohle reinhauen. Das geht sich nicht aus. Da ist er hin. Und von dem geht man aus. Wenn das jetzt aus den 70er Jahren eben so ein Gussgliederkessel ist, ein sogenannter Allesbrenner, wo auch Leistungsangaben für Koks oder Kohle draufstehen, dann ja. Ja, aber der hat man gut gesehen. Ich habe es auch schon gehabt, in der Energieberatung ist ein Kommentar drin gestanden, bitte Achtung, Kunde hat bereits für diesen Kessel eine Förderung bekommen. Das heißt, wenn einer jetzt, weiß ich nicht, vor 10 Jahren einen Holzkessel getauscht hat und hat damals eine Förderung gekriegt, das wissen die. Der kann dann nicht einfach sagen, wenn er jetzt irgendwie Kessel hat. Das geht nicht. Da muss man schon aufpassen. Also, man soll es jetzt nicht überstrapazieren. Ja. Wie ist, wenn ich jetzt eine bestehende Hackgutheizung habe, die aber los und zusätzlich sagen wir nur eine Wärmepumpe dafür machen darf? Geht nichts. Ich muss halt Kessel tauschen. Ja. Wenn jetzt der Holzofen, das haben wir zuerst erst hingekommen. Holzofen mit Gas. Das Gas kommt weg. Stückgutheizung mit Gas. Gasheizung mit Gas weg. Genau. Dann ist es förderbar. Ja, das ist förderbar. Aber negative Voraussetzungen vom Haus muss man oder muss man. Es sollte nach Möglichkeit es muss ein Niedertemperaturheizungssystem sein. Das heißt aber, das ist ein bisschen aufgereicht worden, es dürfen nicht mehr als 55 Grad Vorlauftemperatur in der Heizung. Ja. Aber wissen Sie die Vorlauftemperatur, wenn es draußen recht kalt ist? Wie viel warmes Wasser da reingeschoben wird in die Heizkörper? Es ist bis zum 31.12.23 war es so, dass sie höchstens 40 Grad Vorlauftemperatur haben durfte. Das schafft nicht mehr leichter jeder. Das macht aber auch Sinn. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto einfacher und effizienter ist es, mit der Wärmepumpe zu heizen. Das heißt, von der Energieberatung her ist ganz klar die Aussage, bitte nur wenn Fußbodenheizung oder Wandheizung oder die Radiatoren werden austauscht auf bessere Radiatoren, damit ich mit weniger Temperatur trotzdem die Wärme einbringe. Und die zusätzlich die Heizkörper tauschen, das kostet Geld. Weißt du doch, was du da? Heizkörper tauschen, sagen wir das grob so, was das kostet? Naja, mit der Heizkörper ist nach 2000 Euro. 2000 Euro kostet es auch, ne? Ja, vor allem mit der Heizkörper. Die müssen wir dann entsprechend größer machen eben. Das wäre auch dringend die Empfehlung. Sie müssen Ihnen vorstellen, eine Luftwärmepumpe als Beispiel. Eine Luftwärmepumpe hat eine sogenannte Jahresarbeitszahl. Die sollte 3 sein. 3 heißt nichts anderes. Jetzt stecke ich einen Teil Strom rein und kriege 2 Teile aus der Umwelt. Weil die Kisten, die wo da mein Blatt rein, steht ja draußen. Das entzieht der Umgebungsluftwärme und damit wird der Strom, den ich da reinstecke, veredelt ums Dreifache. Ja, oder wir haben es dreifach. Und dann ist das eine effiziente Heizung. So. Das ist dann wieder der nächste Schritt. Wenn ich jetzt aber da drinnen eine Vorlauftemperatur habe, mit was weiß ich, 50 Grad, dann sinkt diese Jahresarbeitszahl. Und dann ist das nur mehr 2 oder 1,5. Das heißt, es ist schon fast eine Stromdirektheizung. Das ist sehr, sehr, sehr teuer. Da muss man wirklich aufpassen, dass die Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich sind. Jetzt sagen Sie, Photovoltaik haben wir noch dazu. Ist super und löblich und alles. Ich habe im Sommer ein gratis warmes Wasser, aber Sie werden es nicht schaffen, mit der Photovoltaikanlage zu heizen. Weil dann, wenn es zum Heizen ist, ist es draußen finster. Oder es liegt vielleicht sogar Schnee drauf. Das heißt, die Idee haben eh viel, da bin ich auch schon dabei. Aber das hilft Ihnen überwiegend in der Übergangszeit und im Sommer fürs warme Wasser, aber fürs Heizen nicht recht viel. Das muss man auch. Da empfehle ich Ihnen wirklich eine Energieberatung, dass man sich das Haus anschaut, dass man sich die Heizung anschaut und dass man dann eine fundierte Entscheidung trifft, die auch wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren
vernünftig. Was ich nie kann in der Energieberatung ist, dass ich sage, heute haben wir Pellets einbauen, heute haben wir Wärmepumpen einbauen und in 15, 20 Jahren muss ich eigentlich das Netz so gekörpert. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja viel besser. Das wissen wir nicht. Das ist, ja, aus heutiger Sicht ist heute Wärmepumpen, Pellets, heute zum Stück kurz Pellets, Kombikäse, solche Dinge vernünftig. Was die Zukunft bringt, wissen. Stimmt, dass man eine Fernwärmeleitung vorbeigeht? Ja. Dass man sich an die Fernwärmeleitung anschließen muss? Ja. Das hat man nicht die Möglichkeit, einen Wärmepumpe oder sonst was, sondern nein. Ist man verpflichtet? Ja. Warum? Das wird jetzt auch ganz viel schärfer. Das war früher, also vor einem Jahr oder zwei Jahren, so ein bisschen schwach. Da hat man sehr viel beisteigen können vielleicht. Jetzt ist es wirklich ganz rigoros, weil der Bund sagt, liebe Leute, jetzt haben wir da euch eine Förderung geschenkt, einen Haufen für die Errichtung dieser Fernwärmeheizung. Und jetzt möchten wir aber schauen, dass es sich bitte dann dran schließt. Weil je mehr angeschlossen sind an das Fernwärmenetz, desto effizienter ist dieses Fernwärmenetz. Und geht nicht, alles verbrauchen wir sonst. Ja. Und da gibt es da Werte, wir haben es bis dato noch nicht bekommen, es wurde am Anfang des Jahres versprochen, dass auch wir Energieberater quasi eine Liste oder eine Landkarte kriegen, wo es überall Fernwärmenetze gibt, dass wir dann explizit darauf hinweisen. Lieber Freund, Beispiel Groß-Gerlungs, bei gibt es ein Fernwärme, ihr müsst das nehmen, habt ihr keine Chance. Außer, das einzige Ding ist, wenn der Fernwärmebetreiber schriftlich bestätigt, dass ein Anschluss für ihn nicht wirtschaftlich ist und deswegen nie passieren wird. Dann kann man sich aus dem rausnehmen. Aber das werden sie nicht machen, weil die wollen ja dürfen. Logischerweise. Und ich würde jetzt nicht per se eine Fernwärme verteufeln. Das macht schon Sinn. Das kostet viel Geld, momentan, aber man muss rechnen, dass man alle 20, 25 Jahre gleich Käse kaufen muss. Das kostet auch Geld. Das sollte man sich anschauen. Das, aus dem jetzt nicht, weil die Holzheizung ist eine reine Holzheizung, nicht mehr nur an. Das sollte man sich anschauen. Und so weiter. Und da, wo man dann draufklickt, kommt man zu einem Formular, das man ausfüllen muss.
was sind, wie alt ist das Haus, wie alt sind die Fenster, ob man vor, dass man was denkt und so weiter, wie, das, wie ist die jetzige Heizung, wie wird die zukünftige Wunschheizung sein. Und dann drückt man mehr oder weniger eine Adresse und dann drückt man auf Absenden und dann kriegst du noch ein paar Tage das Energieberatungsprotokoll aktuell zu machen. Okay. Ist die Energieberatung Voraussetzung für ja. Die Förderung? Ja. Ja. Ist aber gratis. Also diese. Bei einer Umstellung, Heizungsumstellung. Heizungsumstellung, ja, genau. Die Kunden, wenn ich eine Vorortberatung der Energieberatung wieder ist, dann kostet 40 Euro. Und dieses Protokoll, was ich gerade beschrieben habe, das kostet nichts. Wo muss ich das beantragen, die Energieberatung? Nein, ich muss sagen, du musst googeln auf der Energieberatung Niederösterreich. Und dann gibst du dort hier und dann steht unser Beratungsangebot und dort füllst du das Formular aus bei der Finanzierung. Schaut, dass bitte das Formular von der Energieberatung oder das Dokument von der Energieberatung kriegt, bevor es die Rechnung aufzieht. Von der Heizung, ja. Weil sonst gewünscht du da ein anderes Rechnungsrecht aus Württemberg. Das wollte ich auch nicht. Es ist kein Beinbruch, aber es war okay, wenn man die Beratung vorher logischerweise macht und nicht nachher nur das den ganzen Genüge getan. Aber dem Online-Formular, ob man eine Beratung wünscht oder nicht? Nicht mehr. Jetzt, das war bis vor ein paar Tagen. Ja, das haben sie jetzt angetragen, weil sie es gerade komplett überwältigt. Und wenn man den Antrag schon abgeschlossen hat, ja. Dann braucht man nicht dann. Nein. Nein, brauchst du nicht mehr dann. Hast du schon zugeschickt? Nein, aber das dauert jetzt ein wenig, aber es wird schon. Gibt es nur für Privat- oder für Geschäftsgebäude? Ja. Das ist wirklich Betriebsgebäude, die Saarförderung, die ist wesentlich. Ja. Und ja, da gibt es da überwiegend die Anteile, ist dann das Frage. Ja. Wie viel Wohnung in der Kasse und wie viel von der Fläche her? Zwei Heizungen. Also sogar zwei Heizungen. Das ist private, ja, das ist doof. Wenn das auf einem Kessel hängen ist und sonst überwiegend ist, sowieso privat los, dann rutscht es mit ein. Ja. Nein, das ist nur für die Räume. Gehen wir extra reden, es gibt schon Förderung. Es ist nicht so viel, aber doch. Ich sage, ja, ich verstehe, ich verstehe diese wirtschaftliche Sprache. Ich bin da mit dabei. Ja? Ist das Eigentum entscheidend oder nur wer dort wohnt? Nur wer dort wohnt. Das Moment, was ich in den Spiegel haben, das gehört. Ja. Das Eigentum ist schon wieder gut. Völlig gut. Ich muss dort wohnen, ist doch noch. Oder ja. Sitzt du dort? Wurscht. Habt ihr die Herzen mit dir? Wenn ich jetzt geschaut und erzählt das, wenn sie mit jetzt geschaut, wenn du was renoviert, ja. Das erzählt das, ja. Ob ihr da kann, ja. Das stimmt grundsätzlich, aber wenn das Projekt fertig ist, wird hoffentlich wieder wer dort kommen. Ja. Machen wir da vielleicht noch ein Beispiel dazu? Ich weiß jetzt auch wieder, die zwei Förderungen halt verwischen, gell? Wo wir jetzt die 18.000 Euro Direktförderung vom Bund kriegen und den Energiezuschuss und so weiter und so fort, dann kostet im Endeffekt ungefähr 8.000 Euro statt 31.000 Euro. Und nur sofern ich den Annuitätenzuschuss dazu nehme, das will nicht jeder. Das geht mir nicht. Und die wollen das direkt fördern und dann ist der Kartisten und dann bauen wir ihn entsprechend höher. Und jetzt wird es noch viel spannender. Jetzt deskaliert es gleich. Es gibt auch noch diese 100% Förderung, dieses Sauberheizen für alle. Und jetzt kehrt jeder in sich und denkt, treffen Sie mal geschwind aus, was er im Jahr verdient. Ja. Das heißt, wenn ich einen fossilen Brennstoff habe, auch wieder, Allesbrenner, Öl, Gas, ja, oder Nachtspeicheröl, oder Direktspeicheröl. Es muss wieder
Ja, wurscht. No, es gilt wieder das, wenn eine Nahwärme da ist, dann ist es eine Nahwärmeversorgung oder Fernwärmeversorgung anzuschließen. Und dann gibt es zum Beispiel, nehmen wir wieder Pellets oder Akkusheizung her, 35.893 Euro geschenkt. Eine 100% Förderung. Also im Schnitt kostet also Heizung eben aus den vergangenen Jahren erhoben ungefähr 36.000 Euro. Und wichtig ist das jeweilige Einkommen. Und jetzt ist niemand wurscht, wenn die Hippen kehrt. So, das heißt, ich habe eine alleinstehende Mutter mit zwei Kindern, der erklärt das Haus und die verdient höchstens 3.000 Euro im Monat netto. Ja, soll heißen, mit 13. und 14. Gehalt durch 12 dividiert, dann am höchsten 3.000 Euro in dem Fall, dann kriegt sie weniger als 3.046 Euro, dann kriegt sie die 100% Förderung, diese Frau. Jetzt fangen wir mal zum Rechnen. Es muss euch das Haus kehren, ihr müsst am 31.12.22 dort Hauptwohnsitz gemeldet gewesen sein und ihr dürft dieses Einkommen nicht überschreiten. Das sind die drei wesentlichsten Punkte. Ja? Ja, wir haben gesagt, lieber Kinder und ja, ausgezeichnete Frage. Also, ein Kind ist bis 14, dann zählt es als Erwachsener, aber auch das Einkommen zählt nicht dazu, solange das Kind, erwachsene Kind dann in dem Fall, nicht höher als 24. Dann zählt das Einkommen nicht dazu. Aber man muss nur als Erwachsenen anschauen. So, da sind es zwei. Ja, das ist ein Faktor-Ding. Ein Kind bis 14 zählt mit 0,3, also man sagt 1.104 mal 0,3, ist ein Erwachsener oder ein Kind. Dann machen wir bei 2.475 Euro. Ja? Und wenn es jetzt zwei Erwachsene sind, dann zählt es mit 0,5. Dann waren wir bei 2.856 Euro. Also ein Ehepaar in Pension, wo es nicht mehr als 2.856 Euro im Monat netto hat, denen kehrt das Haus, das sind dort Hauptwohnsitzplätze, dann haben wir 6.12.22, dann kriegen sie eine Heizung geschenkt. Es geht ein Raum, muss nicht sein. Ja. Wie funktioniert die Einkommensberechnung für Landwirte? Ein Landwirt ist immer förderbar. Immer förderbar. Ein Landwirt verdient nichts. Die pauschalierten Landwirte. Ja, aber geht es über den Einheitswert, wenn es nicht über den Einkommensberechnung oder? Du musst dich einmal grundsätzlich registrieren. Dabei musst du schon gewisse Unterlagen mit aufgenommen. Das wird dann im Zwedl geprüft von der Bomberförderung Niederösterreich in dem Fall. Und die sagen dann, ja lieber Freund, ich brauche nur die und die und die Unterlagen. Hast du da Zusatzsachen? Hast du verkocht? Hast du, was weiß ich, Häusl von mir? Keine Ahnung. Ja. Das muss man dann schon nachlesen. Ja. Also die wollen grundsätzlich. Wenn sie jetzt sagt, hey, ich weiß nicht ganz genau, wie das bei mir ausgeht, tatsächlich einmal registriert. Da spinnen sie noch, weil sie einen Vorgang. Aber da wird das ganz genau geprüft und da wird nochmal nachgefordert. Ja, speziell da ist ja nur mehr Hauptwohnsitz gemeldet. Oder so irgendwas. Ja. Und damit, da kommen sie da drauf. Die schauen im Meldregister nach, wer der Hauptwohnsitz nimmt, wo es ist. Das wird wirklich relativ genau geprüft und fordern aber nach. Das heißt, die wollen, wenn es denen nur die Unterlage zur Verfügung stellt und es geht sich trotzdem noch aus, passt. Muss man da? Frage, wenn ich das mal blöd, dann haben wir das ausgedehnt. Muss der dort die Programme von denen auch dazu rechnen oder nicht? Das sind dann mehr Erwachsene, die Hauptwohnsitz im Haupthaus wollen. Ja. Also muss ich auch dazu rechnen, das Einkommen. Wenn das zwei Wohneinheiten aber sind, getrennt, wo es nur mit der Fernwärme nicht verbunden ist? Heißt getrennt zwei verschiedene Grundstücke oder für zwei verschiedene Hausnummern? Zwei verschiedene Hausnummern. Immer der Registrierung? Ja. Ja, dann zählt es nicht dazu. Okay. Passt nicht. Gut. Sonst nicht? Ja. Ich sag, was? Herzlichen Dank. Wie soll man sagen, eine fachgerechte Entsorgung. Das ist das Plastiktank. Macht man da Firma oder wie geht's? Nein, ich sage jetzt da mehr Plastiktank rausschneiden, vor allem mit der Stichsucht, das geht relativ einfach. Und wenn ich halt ein Foto mache, von mir aus, wie es im Sperrmüllcontainer drin liegt, ja, dann reicht das aus meiner Sicht. Okay.
Aber heute einen Stalltank entsorgen, der da reingeschwarzt worden ist vor 50 Jahren, den bringe ich aber sowieso nicht aus. Und dann habe ich sowieso eine Fachfirma, die den reinigt und entsprechend pflegt. Und da kriege ich sowieso eine Rechnung und da habe ich den Nachweis auch. Genau. Es gibt, genau, da will ich das alle dann fotografieren müssen. Das ist die allgemeine Broschüre, ja, zu dem ganzen Thema Umbauförderung und Sanierungsbonus. Was da nicht drin ist, ist das Sauberheitsgrad. Da haben wir aber nur 40. Also, ich hoffe, es geht sich aus. Da stehen da sind auch nochmal die Tabellen drin. Ja. Wie viel wachsen, wie viele Kinder, wie viele Einkommen und so weiter. Das liegt da vorne auf und das kennt ihr gerne zur freien Entnahme. Ja. Oder ja, im Internet. Wobei das Sauberheitsgrad im Internet relativ schlecht ist. Ist so schwarz zu finden. Zum Beispiel, das ist jetzt so. Genau, da sind jetzt nochmal die ganzen Kontaktdinge. Ja, das könnt ihr bitte gerne ein Foto machen, oder ich gebe euch dann auch Kasten, wenn ihr sowas macht. Da bitte, wenn ihr eine energie-energie.de, dort findet man diesen Link oder diesen Button, wo man sagt, ich möchte bitte eine Energieberatung haben. Herzlichen Dank einmal fürs Erste.